Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen bei unserem Wirtschaftsdialog der FDP-Landesfraktion in Rheinland-Pfalz. Auch an die Zuschauer, mein Name ist Dean Wink, ich bin wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, heute Abend in der Funktion als Moderator in dieser Veranstaltung. Und wir haben heute Abend das Thema Nachtragshaushalt und Corona-Sondervermögen, ein Weg aus der Krise für die rheinland-pfälzischen Unternehmen. Und ich bin froh, zwei Referenten hier begrüßen zu dürfen, mit denen wir ins Gespräch kommen, an die Sie Ihre Fragen stellen können. Und ich darf begrüßen zum ersten den Herrn Dr. Volker Wissing, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Guten Abend, Herr Wissing. Guten Abend. Zum zweiten darf ich begrüßen den Herrn Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz. Guten Abend, Herr Rössel. Hallo, Herr Wink, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Abend mit uns in die Diskussion zu treten und die Fragen der Zuschauer zu beantworten. Herr Wissing, ich darf schon mal anfangen mit einer aktuellen Frage. Und zwar letzte Woche hat das Bundeskabinett die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung verlängert. Und damit sollen Arbeitsplätze gesichert werden. Ich darf Sie fragen, aus Ihrer Sicht heraus, wie Sie dieses bewerten. Auch im Hinblick dahingehend, dass es ja auch politische Diskussionen gibt zu einem sogenannten Jumpstart, also Neueinstellungen sollen gefördert werden mit der Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge. Und wie bewerten Sie die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes? Also zunächst einmal ist das Kurzarbeitergeld eine sehr wichtige Maßnahme gewesen in der akuten Phase der Pandemie. Auch die Verlängerung der Insolvenzantragsfrist haben wir erstmal begrüßt. Wir sehen allerdings jetzt ein Problem, wenn diese Maßnahmen undifferenziert so lange weitergeführt werden. Das Problem ist, dass dadurch die Wirtschaft abhängig wird von staatlichen Leistungen. Das ist nicht gut, weil wir damit keine Probleme lösen. Und die Sorge ist, dass wir, wenn das Kurzarbeitergeld dann ausläuft, eine große Zunahme der Arbeitslosigkeit sehen einerseits und wenn die Insolvenzantragsfristen, die verlängert worden sind, auslaufen, dann eine Insolvenzwelle sehen. Das muss auf jeden Fall vermieden werden und schon gar nicht darf passieren, dass diese Fristen über Wahltermine hinaus verlängert werden. Wirtschaftshilfen dürfen sich nicht an politischen Wahlterminen orientieren, sondern sie müssen sich ganz streng am Bedarf der Wirtschaft orientieren. Und dabei muss auch immer der Grundsatz beachtet werden, dass der Staat sich zurückhalten muss. Die Wirtschaft kann nicht dauerhaft auf Staatskosten finanziert werden. Dieser Jumpstart, den halte ich für eine bessere Variante, vor allen Dingen, weil er den Unternehmen die Chance gibt, möglichst risikofrei zusätzliches Personal zu beschäftigen. Insofern habe ich diesen Vorschlag auch begrüßt und unterstützt. Aber ich sage nochmal, Kurzarbeitergeld ist eine wichtige und sehr hilfreiche Maßnahme. Sie ist aber keine Dauerlösung und die jetzt beschlossene Verlängerung ist mir von der Laufzeit her zu lang. Vielen Dank. Herr Rössel, Sie als Hauptgeschäftsführer sitzen quasi an der Quelle in den verschiedenen Branchen. Was können Sie berichten aus der Stimmung der rheinland-pfälzischen Unternehmerinnen und Unternehmer? Ja, also ich glaube, wir sind alle durch eine einmalige Erfahrung gegangen, durch ein sehr tiefes Tal in den Monaten März, April, Mai mit absoluter Perspektivlosigkeit und Verzweiflung teilweise, dann einer in Teilen recht starken Erholung, aber es ist weiterhin sehr volatil, also sehr, sehr schwankende Stimmungslagen, sehr schwankende Auftragslagen. Und man kann so generell sagen, die Betriebe, die sowieso gut aufgestellt sind, das zeigt sich auch in dieser Krise, die finden sich am besten zurecht und die vorher schon krank waren, die haben jetzt auch zu kämpfen. Stichwort Kurzarbeitergeld, wir sehen das auch skeptisch. Je länger das dauert, genauso mit der Insolvenzregelung, je mehr werden natürlich eigentlich kranke Strukturen verlängert. Derzeit sind rund 25% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit angemeldet. Vornehmlich sind es Anmeldungen bei Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten. Ich treffe aber auch immer wieder in Gesprächen jetzt kleinere Firmen, die das erstmals gemacht haben, die deutlich weniger Beschäftigte haben. Also auch da wird dieses Instrument genutzt. Ja, und die Stimmung ist durchwachsen und ich glaube, das kann Herr Wissing auch bestätigen aus seinen Gesprächen. Es ist extrem unsicher. Keiner weiß, wie es in 2 Monaten aussehen wird. Ja, Herr Rössel, Sie gaben das Stichwort. Die Corona-Pandemie hat uns kalt erwischt. Herr Dr. Wissing,
Trotz dass uns die Pandemie kalt erwischt hat, steht Rheinland-Pfalz besser da als andere Bundesländer. Was haben wir, was haben Sie anders gemacht als andere Bundesländer? Ja gut, die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz ist eine andere. Jedes Bundesland hat seine eigene Struktur. Wir waren positiv überrascht von der IFO-Studie, die festgestellt hat, dass in Rheinland-Pfalz die wenigsten Unternehmen Entlassungen planen oder befristete Verträge nicht zu verlängern planen. Das ist erfreulich. Aber ich denke, es liegt auch an der Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz, die sehr stark auf kleine mittelständische Unternehmen gegründet ist. Und wir haben natürlich in der Fläche auch, wenn man jetzt mal im Gastronomiebereich das vergleicht mit Stadtstaaten wie Berlin, niedrigere Pachten, sodass die laufenden Kosten nicht so exorbitant zuschlagen wie jetzt in den Stadtstaaten. Berlin hat ja auch ein Vielfaches an Hilfsprogrammen gebraucht und steht trotzdem jetzt, was die Entlassungsankündigung der Unternehmen angeht, deutlich schlechter da. Also was wir in Rheinland-Pfalz gemacht haben, ist, wir haben versucht zu helfen, wo wir können, und gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit gesichert, um jetzt in der zweiten Jahreshälfte mit einem großen Konjunkturprogramm stabilisierend eingreifen zu können. Ich würde es mal so sagen, wir haben weniger konsumtive Ausgaben getätigt, und dafür sind wir jetzt mit einem großen Investitionsprogramm konjunkturstabilisierend unterwegs. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Bundesländern, jedenfalls zu den meisten Bundesländern. Sie sprachen es eben an, Hilfe. Letzte Woche hat der Rheinland-Pfälzische Landtag den zweiten Nachtragshaushalt und das Corona-Sondervermögensgesetz verabschiedet. Die Nettokreditaufnahme steigt dabei auf knapp 3,5 Milliarden Euro. Davon fließt eine Viertelmilliarde in die Wirtschafts- und Innovationsförderung. Können Sie kurz erläutern, was für das Geld vorgesehen ist, welche Bereiche Ihnen da besonders am Herzen liegen oder welche Ziele Sie verfolgen? Ja, also wir haben ein kräftiges Programm aufgelegt mit mehreren 100 Millionen Euro. Dieses Programm unterscheidet sich von den Hilfsprogrammen anderer Länder dadurch, dass es sich nicht um Gießkannengeld handelt oder Helikoptergeld handelt, sondern es ist an Investitionen geknüpft. Warum? Weil wir in Rheinland-Pfalz, genau wie andere Länder dafür auch, die Staatsverschuldung erhöhen müssen. Das fällt mir besonders schwer, und das Geld muss ja alles zurückbezahlt werden. Deswegen habe ich gesagt, das Geld, was wir jetzt kreditfinanzieren, das soll nicht konsumiert werden, sondern investiert werden. Und so haben wir uns auch bei der Auflage des Programms orientiert. Ich will Beispiele nennen. 50 Millionen fließen in den Tourismus, in die Verbesserung der Tourismusstrukturen. Es gibt ein Investitionszuschussprogramm für Hotellerie und Gastronomie, um das Angebot zu verbessern. Wir investieren auch in eine Tourismuskampagne, in eine Wirtschaftsstandortmarke. Wir haben auch vorgesehen, einen Digibonus für die gesamte rheinland-pfälzische Wirtschaft, also kleine, mittlere Unternehmen. Das heißt also, Investitionen in Digitalisierung werden von uns kofinanziert mit öffentlichen Mitteln, sodass es einen Anreiz gibt, das zu machen. Wir haben im Bereich Fachkräftesicherung 14 Millionen vorgesehen. Insgesamt ein großes Investitionsprogramm. Und einer der größten Posten ist ein Beteiligungsfonds in der Größenordnung von insgesamt 150 Millionen Euro. Das ist eine große Summe, mit der wir Unternehmensbeteiligungen ausgeben. Das heißt, die Eigenkapitalsituation von kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Und damit können wir richtig was bewegen. Die Unternehmen erhalten dann eben kein Kreditangebot, sondern wirklich ein Eigenkapitalspritze und können damit Investitionen tätigen oder eben auch ihre Bedarfe decken. Parallel dazu gibt es ja noch das Überbrückungsprogramm des Bundes. Das hilft, die laufenden Kosten zu decken, wenn die Umsätze im Schnitt 30% unter dem Vorjahresreferenzzeitraum liegen, sodass wir insgesamt ein attraktives, großes Angebot haben. Und natürlich gibt es auch noch Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr, der ja in Rheinland-Pfalz als Flächenland auch besonders wichtig ist. Vielen Dank, Herr Rüssel. Ich darf die Frage an Sie weitergeben. Wie bewerten die IHK den zweiten Nachtragshaushalt und das Sondervermögensgesetz? Ja, vielleicht mal so ganz, ganz allgemein gesagt, was daran positiv ist, dass der Planungshorizont nicht ein Haushaltsjahr umfasst, sondern dass auch mit dem Sondervermögen und diesen Fonds
eine längere Perspektive aufgemacht wird. Und das ist das, was die Unternehmen eigentlich brauchen. Die erwarten kein Strohfeuer, das in einem halben oder in einem Jahr abgefeiert wird, sondern gerade das Sondervermögen, das bis Ende 2022 erstmal Ausgabenrahmen ermöglicht, gibt Verlässlichkeit. Und sind Branchen identifiziert, die hilfsbedürftig sind, die sich modernisieren müssen, stärker modernisieren müssen. Die Gründerkultur wird mit Impulsen versehen, was auch wichtig ist, weil Krisenzeiten sind eigentlich immer auch Gründerzeiten. Was so ein bisschen schwierig ist, auch aus Landessicht, was die Möglichkeiten angeht, ist der Einzelhandel. Der kommt bei diesem Programm ein bisschen zu kurz. Der stationäre Handel hat starke Umsatzeinbrüche, der Onlinehandel hat starke Umsatzzuwächse. Also da, glaube ich, sind wir ja auch in guten Gesprächen mit Ihrem Hauser Wissing, dass wir noch überlegen, was kann man auch psychologisch für den Einzelhandel noch tun. Aber in Summe würde ich sagen, ist das wirklich Positive, dass dieser Planungshorizont deutlich über ein Haushaltsjahr hinaus jetzt reicht und Verlässlichkeit ermöglicht. Herr Rössel, Sie haben es fast schon angeschnitten. In der Diskussion hört man ja immer auch Rheinland-Pfalz, das Flächenland, oder Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Herr Dr. Wissing, wie wichtig ist gerade jetzt in dieser Zeit die Infrastruktur in unserem Lande? Ich sage mal Stichwort Straße, ich sage mal Stichwort ÖPNV. Und wie setzt jetzt das Wirtschafts- und Verkehrsministerium gerade in diesen Zeiten an solchen Punkten an für die Struktur, für die Infrastruktur in unserem Land? Naja, zum einen unseren Investitionshochlauf im Straßenbauprogramm, den setzen wir ungehindert fort. Das hilft ja auch, die Konjunktur zu stabilisieren, wenn die Unternehmen Aufträge haben. Gleichzeitig investieren wir in den ÖPNV. Und zwar an mehreren Stellen. Wir haben insgesamt 75 Millionen Euro Landes- und 128 Millionen Bundesmittel, die wir in den ÖPNV investieren, damit die Ausfälle, die dort entstanden sind, der ÖPNV hat ja enorm viel Fahrtentgelte verloren, damit diese Verluste kompensiert werden und am Ende nicht das Angebot verloren geht. Das machen wir, das sind Riesensummen. Und gleichzeitig helfen wir auch den Busunternehmen, indem wir jetzt zusätzliche Busse für die Schülerverkehre finanzieren, und zwar mit 90%. Das sind dann Zuschüsse, die wir auch aus dem Wirtschaftsministerium bezahlen. Einmal hilft das den Landkreisen, die ja für die Schülerbeförderung zuständig sind und die keine dicht gedrängten Schülergruppen jetzt in den Bussen haben wollen wegen der Ansteckungsgefahr. Und es hilft natürlich auch den Busunternehmen, denen im Tourismusbereich Fahrten weggefallen sind und die die Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Da fließen auch Millionen in diesem Bereich. Und ich denke, auch das ist gut angelegt. Vielen Dank. Ich hätte gerne noch eine Frage an Sie beide. Und zwar, Herr Dr. Wissing, einmal aus der politischen Sicht. Rheinland-Pfalz kam jetzt gut durch die Krise. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir haben weitere Projekte, weitere Konzepte aufgestellt für die Zukunft. Wo sehen Sie jetzt gerade auch im Hinblick auf die Politik Herausforderungen für die Zukunft? Worauf sollten wir jetzt achten? Worauf müssen wir aufpassen, auch in der politischen Diskussion? Und an Sie, Herr Rössel, die gleiche Frage aus Sicht der IHK. Wo sehen Sie jetzt Herausforderungen für die Zukunft an der Stelle, an der wir heute stehen? Also wir sind relativ gut durch die Krise gekommen, aber auch nur relativ gut. Wir haben schon viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die hart getroffen sind. Manche sind in ihrem Geschäftsmodell nach wie vor so stark gestört, dass sie null Umsätze haben. Ich denke etwa an Schausteller, Messebauer, große Veranstaltungsunternehmen. Also wir haben in Rheinland-Pfalz so gehandelt, dass wir gesagt haben, so schnell wie möglich wieder öffnen. Wir waren das erste Bundesland, das die Gastronomie wieder aufgemacht hat. Wir haben den Tourismus relativ schnell hochgefahren. Das war alles richtig. Und wir haben auch in Rheinland-Pfalz beispielsweise keinerlei Beschränkungen gehabt für Treffen im privaten Bereich. Das war auch, denke ich, auch psychologisch wichtig, dass man den Leuten Freiheiten lässt und auch an die Verantwortung der Menschen appelliert. Jetzt ist die Situation die, dass der Staat natürlich stark war in der ersten Phase der Pandemie. Er hat gehandelt. Wir sind insgesamt in Deutschland, was die Infektionszahlen angeht, besser durchgekommen als andere Länder. Wir hatten die Überlastung unseres Gesundheitssystems nicht gesehen, an keiner Stelle in Deutschland. Das war gut.
Aber wichtig ist jetzt, dass wir nicht in eine Staatsgläubigkeit verfallen. Wir müssen erkennen, dass der Staat die Wirtschaft nicht wird auf Dauer durchfinanzieren können. Der Staat kann nicht hergehen und mit Krediten die Umsätze der Wirtschaft kompensieren. Wenn das lange passiert, haben wir einen doppelten Schaden. Einmal, weil die gesamte Effizienz der Wirtschaft leiden wird und gleichzeitig die Staatsverschuldung uns erdrücken wird. Wir haben in Deutschland immer noch eine demografische Entwicklung, die besorgniserregend ist. Wir sind stärker als andere Länder auf der Welt, vor allen Dingen stärker als unsere Nachbarstaaten in Europa, auf Wirtschaftswachstum und effiziente Marktwirtschaft angewiesen. Und ausgerechnet wir sollten jetzt nicht durch eine zu hohe Staatsbeteiligung diese Effizienz der Marktwirtschaft schwächen. Wir brauchen Wachstum in den nächsten Jahren. Und ich sehe mit Sorge, wie viele Staatsbeteiligungen wir haben, wie viele Auflagen für den Mittelstand gemacht werden. Und es gibt in manchen Teilen der Politik, aber auch in der Bevölkerung geradezu eine Begeisterung für den Staat, der jetzt allen und jedem hilft. Nur hilft das am Ende keinem. Wenn wir die Geißel der Arbeitslosigkeit wiedersehen, werden die Staatskassen ganz schnell an ihre Grenzen stoßen. Und wenn die Wirtschaft dann nicht läuft, dann kriegen wir ein ernsthaftes Problem. Und vor dem Hintergrund habe ich auch stark appelliert, dass der Staat seine Hände jetzt wieder aus dem Teig der Wirtschaft zurückzieht, wo immer das möglich ist. Wir brauchen so wenig wie möglich staatliche Einmischung in die Wirtschaft. Was der Staat jetzt machen sollte, ist, und dann komme ich zum Ende, der Staat sollte bei der Regulierung jetzt der Wirtschaft mehr Freiräume schaffen. Wir brauchen mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt. Wir brauchen jetzt auch mal einen Bürokratieabbau. Wir brauchen Planungsbeschleunigungen. Wir müssen jetzt schauen, was können wir regulatorisch machen, um der Wirtschaft zu helfen, in eigener Verantwortung Gas zu geben. Das ist das, was der Staat leisten kann. Aber nicht Unternehmer spielen, bitte. Das ist nicht der richtige Weg. Die Bundesrepublik hat sich jetzt an der Lufthansa beteiligt. Ich kann aber nicht erkennen, was die Politik für einen Beitrag leisten kann, um ein Unternehmen wie die Lufthansa zum Erfolg zu führen. Da verfügt die Politik über keinerlei Kompetenz. Und dann zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Viele Leute sagen zu mir, aber Herr Wissing, wir brauchen doch jetzt einen ganz starken Staat. Das ist doch gut, wenn der Staat jetzt viele Steuern erhebt, dann ist er ganz stark. Ich sage nein. Was wir jetzt brauchen, sind neue Medikamente, um diese Pandemie zu bewältigen. Und was wir brauchen, sind neue Technologien, um die Transformation der Automobilindustrie zu bewältigen. Und weder ein neuer Antrieb noch ein Medikament ist aus den Parlamenten oder den Ministerien zu erwarten, sondern nur aus den Forschungsabteilungen der Wirtschaft. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass auch ausreichend Geld dort zur Verfügung steht, dass die Wirtschaft investieren kann in Forschung und Entwicklung. Bei allem Verständnis für einen starken Staat, neue Medikamente und neue Technologien wird der Staat nicht liefern können. Das muss schon die Wirtschaft machen. Danke. Ja, ich fange mal mit einem relativ pragmatischen Punkt an, der viele Unternehmen sehr sorgt, den wir aber auch in Eigenverantwortung, indem wir uns eben an die AHA-Regeln halten, auch beeinflussen können. Es darf keinen weiteren Lockdown geben. Also das ist unbedingt zu vermeiden. Und ich glaube, auch die Politik in Berlin hat gesehen, welch wirtschaftlicher Schaden durch einen mehrwöchigen bundesweiten Lockdown entsteht. Ein landesweiter Lockdown ist zu vermeiden, auch ein kreisbezogener Lockdown ist zu vermeiden. Wenn, muss es sehr punktuell und verhältnismäßig geschehen. Davor haben aber eben sehr viele Unternehmen Angst, dass sie ja diese große Keule trifft, dass auf über Nacht wieder irgendwas mehr über 2, 3, 4 Wochen geschlossen wird. Also da müssen wir gemeinsam darauf Acht geben, dass wir das vermeiden. Das Zweite, das knüpft dann an, auch ein bisschen an das, was Herr Minister Wissing erzählt hat. Auch in der Corona-Zeit, glaube ich, ist sehr deutlich geworden, wie wichtig das Thema Psychologie ist für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Und man darf jetzt nicht nur die Wirtschaftsminister gute Wirtschaftspolitik machen lassen, sondern muss als Komplettregierung sehen, dass alles getan werden muss, damit die Unternehmen wieder flott werden. Man sollte neue Gesetze, neue Verordnungen auf Eis legen. Das ist vor allen Dingen ein Appell an die Bundesebene, wo man schon seit mindestens 2 Monaten den Eindruck hat, als wenn es nie eine Krise gegeben hätte. Ich sage nur Thema Unternehmensstrafrecht oder Lieferkettengesetzentwurf. Das sind Dinge, die jetzt wirklich völlig falsch am Platz sind und die einfach die Psychologie beeinträchtigen. Wir haben sehr viele mittelständische Unternehmen, die Inhaber geführt sind, wo durchaus in den nächsten Jahren auch die Nachfolgefrage ansteht. Das ist einfach Gift für positive Entscheidungen. Da wird dann im Zweifel vielleicht dann doch
an Verkauf gedacht, an ausländische Unternehmen. Also da bleibt unser Appell, bitte keine neuen Gesetze und Verordnungen. Aber ich fühle mich da auch als IHK-Mensch so ein bisschen wie ein Rufer in der Wüste. Vielen Dank, Herr Minister, Herr Rössel. Wir würden jetzt in die Fragen des Chats übergehen aus der Veranstaltung. Und Herr Rössel, ich darf bei Ihnen anfangen. Und zwar, die Frage kommt von Susanne an die IHK. Sie sprachen es eben schon an, neue Gesetze etc. Susanne fragt, was hält die IHK von verkaufsoffenen Sonntagen? Würde es etwas bringen, diese nachzuholen? Ja, also wir haben uns mit unserem ersten Corona-Positionspapier Anfang April schon dafür ausgesprochen, eine pragmatische Regel zu finden, weil verkaufsoffene Sonntage brauchen immer einen Anlass und der Anlass ist Corona-bedingt nicht möglich. Aber solange Verdi seine Klagestrategie nicht aufgibt, ist eigentlich ziemlich aussichtslos. Und es wäre einfach ein so einfaches, wichtiges psychologisches Zeichen für den Einzelhandel, dass er 2-3 Sonntage, jetzt reden wir glaube ich nur noch über 2 Sonntage maximal in diesem Jahr, dass er wenigstens aufmachen darf, wenn er es denn will. Ja, und wenn er aufmacht, muss er die Beschäftigten ja gut entlohnen. Die kriegen doppeltes Gehalt für so einen Sonntag. Also die werden sich's gut überlegen. Und es trifft den stationären Einzelhandel, der Inhaber geführt ist. Es trifft weniger die großen Ketten. Und das übersieht Verdi leider. Und solange Verdi auf dem hohen Ross sitzen bleibt, glaube ich, werden wir in Rheinland-Pfalz fast keinen Verkaufs- und Sonntag mehr sehen. Herr Minister, eine Frage von Marvin. Und zwar, wie bewerten Sie die Mehrwertsteuersenkung? War diese richtig? Die Mehrwertsteuersenkung war aus meiner Sicht nicht sehr schlau, weil sie einen großen bürokratischen Aufwand mit sich bringt und keine wirklich konjunkturstabilisierenden Effekte. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man hier auch stärker sich auf den investiven Sektor konzentriert hätte. Oder aber eine substanzielle Verbesserung im Steuerrecht herbeigeführt hätte. Die Mehrwertsteuer ist eher ein Strohfeuer. Und wenn man die Gesamtsumme sich anschaut, dann steht das außer Verhältnis. Für die Unternehmen ist die zweimalige Umstellung auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand. Manche sind sogar damit überfordert und bleiben im Moment noch bei 19%. Da gibt es auch erhebliche rechtliche Probleme noch. Es ist keine wirklich geglückte Maßnahme. Und wenn man sich anschaut, was wir zum Beispiel an Bildungsinvestitionen brauchen für die Digitalisierung, dann hätte man die Milliarden dort gut investieren können in den Anschluss etwa von Schulen mit Breitband und so weiter. Also ich glaube, der Investitionsbedarf ist so groß an verschiedensten Stellen, dass das Geld nicht gut angelegt ist. Wie bewerten die IHK diese Frage? Ja, gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut. Also wir hätten, wenn wir gefragt worden wären, auch davon abgeraten, weil es einen großen Einnahmeverlust für den Bund darstellt, aber bei der einzelnen Kaufentscheidung nicht wirklich ins Gewicht fällt. Also es wirkt nicht kaufstimulierend. Ja, und dann kommt auch dazu, dass natürlich, wenn jemand sagt, ich kaufe eine Waschmaschine jetzt früher, die wird ja dann im Januar nicht nochmal neu gekauft. Nicht? Das ist ja nicht so, dass man dann zusätzlich kauft, gerade wenn es größere Investitionen sind, die kauft man nur einmal, dann hat man vorgezogenen Effekt und Corona wird im Januar uns ja noch nicht verlassen haben. Ja, ja. Und wenn Sie ein teureres Auto kaufen, dann handeln Sie das als Marge raus, sowieso. Also das ist auch kein Trost. Ja. Herr Minister, Max fragt, unterscheidet sich das Sondervermögen in Rheinland-Pfalz von dem in anderen Ländern wie etwa Hessen? Wenn ja, wie? Also unser Sondervermögen ist ja gemacht worden aus den Gründen, die Herr Rössel auch schon gesagt hat, weil wir eben, wenn wir investiv tätig werden mit der Wirtschaft, natürlich eine Zusage brauchen, die jetzt über einen kurzen Haushaltszeitraum hinausgeht. Und insofern war das notwendig. Aber viele Bundesländer haben das gemacht mit dem Sondervermögen, weil sie die gleiche Problematik haben, der Bund im Übrigen auch. Das ist auch nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtages verfassungskonform. Es ist ja ausdrücklich vorgesehen, dass Sondervermögen gebildet werden können. Und insofern sehe ich da keinen wesentlichen Unterschied zu anderen Ländern. Und eine Frage von Amit im gleichen Bezug. Sie haben vorhin das Konjunkturpaket für den Tourismus angekündigt. Wie soll dieses eingesetzt werden?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also zum einen haben wir eine neue Tourismuskampagne, die wir damit finanzieren. Da geben wir richtig Gas. Das hat ja auch schon gut funktioniert. Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Das ist eingebettet in die neue Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz Gold. Und dann haben wir Investitionen, die wir fördern. Also beispielsweise Investitionen in Digitalisierung. Wir haben viele inhabergeführte Hotels, die können mit den großen Ketten, die bereits ganze IT-Abteilung haben, nicht ohne weiteres mithalten. Die haben Investitions- und Nachholbedarf, das können die jetzt machen. Gleichzeitig investieren wir aber auch in die Verbesserung des Angebots, also beispielsweise in der Hotellerie, Verbesserungen im Wellnessbereich oder auch in den Zimmern, Modernisierungen und so weiter. Dann auch in der Gastronomie. Und was wir auch finanzieren, sind im Bereich der öffentlichen Tourismusangebote die Strukturverbesserungen. Also auch das ist in unserem Programm mit drin. Das sind insgesamt 50 Millionen Euro. Das ist, glaube ich, schon ein richtig dicker Brocken für den rheinland-pfälzischen Tourismus, weil mein Ziel eben ist, dass am Ende die Betriebe besser dastehen als vor der Krise. Und dieses Geld, was wir ja kreditfinanzieren müssen, dieses Geld ist dann eben nicht verloren, weil ja die Investitionen da sind. Und wenn die Unternehmen digitalisiert sind, wenn sie bessere Angebote haben, dann haben sie auch die Chance auf Umsatzsteigerung und können einen Beitrag zum Wachstum in Rheinland-Pfalz leisten. Und dann fließt auch eine Summe wieder an Steuern zurück in die Landeskasse. Und damit können wir dann auch die Schulden wieder zurückbezahlen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und so sind wir vorgegangen und dann haben wir eben auch dieses Sondervermögen gebraucht, weil das kann man nicht mit einer kurzfristigen Finanzzusage in Gang bringen. Ein solches Investitionsprogramm braucht eine verlässliche Zusage über einen längeren Zeitraum und die ist über das Sondervermögen jetzt gesichert. Dankeschön. Herr Rüssel, ich darf an diesem Thema anknüpfen und zwar eine Frage von Werner. Er fragt, was muss aus Sicht der IHKs denn passieren, dass die Wirtschaft von Rheinland-Pfalz und erst recht die Branchen, die jetzt noch brach liegen, wieder so richtig in Schwung kommen? Ja, also man muss ja sagen, was liegt brach? Brach liegt das, wo man Corona-bedingt jetzt wirtschaftlich nicht aktiv werden kann. Veranstaltungsmanager, Veranstaltungsbauer, Messebauer, bis hin zu Bordellen, muss man auch sagen, Da helfen nur Corona-Lockerungen, aber die sind auf kurze Sicht nicht erwartbar. Dann liegt etwas danieder, das war aber auch schon vor der Corona-Krise erkennbar, Transformation der Automobilzulieferindustrie. Ja, also da haben wir 20-30% zum Teil Umsatzrückgänge mit entsprechenden Anpassungen, die man jetzt ja auch schon in der Presse verfolgen kann, was die Arbeitsplätze angeht. Da kann die rheinland-pfälzische Politik wenig machen. Das ist einfach ein Strukturwandel, der über mehrere Jahre laufen wird und der, was die Antriebstechnologie der Zukunft angeht, ja nach wie vor auch ergebnisoffen ist. Ja, das würde ich mal so formulieren. Ja, und jeder Kunde hat es natürlich in der Hand durch sein Kaufverhalten, ja, ich sag mal, regionale Händler, stationäre Händler zu unterstützen. Aber genauso ist es ja auch okay, wenn man online kauft. Wenn die Online-Anbieter einen guten Job machen, darf man die auch nicht verteufeln. Vielen Dank. Herr Dr. Wiesing, noch eine Frage von Thomas. Ich verstehe die eher positiv. Und zwar schreibt er, Ihnen wurde attestiert in der Krise auch als Finanzminister statt als Wirtschaftsminister in der Öffentlichkeit aufgetreten zu sein. Wie haben Sie es geschafft, Geld und Unternehmen im Blick zu haben? Ja, naja, ich kenne die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstruktur sehr gut und ich habe in dieser Akutphase der Pandemie sehr viele Einzelgespräche geführt mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus den unterschiedlichsten Branchen. Und als ich dieses Hilfsprogramm zusammengestellt habe, hatte ich schon einen sehr guten Überblick, was genau wirklich erforderlich ist. Und es ist in der Tat so, dass ich versucht habe, das Geld zusammenzuhalten in der ersten Phase, um jetzt natürlich dieses mehrere hundert Millionen umfassende Investitionsprogramm auflegen zu können. Andere Bundesländer, die haben viel Geld ausgegeben und Zuschüsse bezahlt in dieser Akutphase, die über rheinland-pfälzische Zuschüsse hinausgingen. Allerdings ist bei denen jetzt die Kasse leer und die können nicht mit einem solchen Investitionsprogramm auffahren wie wir in Rheinland-Pfalz. Und vor dem Hintergrund bin ich meiner gesamtstaatlichen Verantwortung gerecht geworden. Einerseits
zu helfen, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen durch die Krise zu begleiten und gleichzeitig aber eben auch den öffentlichen Haushalt im Blick zu haben. Und wissen Sie, ein Wirtschaftsminister, der nicht an die Finanzen denkt, der hilft der Wirtschaft nicht wirklich, denn das ganze Geld, was an Krediten aufgenommen wird, muss ja mit Steuern wieder zurückbezahlt werden. Und wir haben ja ganz schnell gesehen, wie in Berlin der Bundesfinanzminister jetzt schon Steuererhöhungen angekündigt hat. Und selbst Herr Merz, als er gefragt wurde, ob er denn Steuererhöhungen ausschließt, falls er Bundeskanzler wird, hat sich nicht dazu erklärt, dass er auf Steuererhöhungen sicher verzichten wird. Das zeigt, dass ein Wirtschaftsminister auch immer Finanzen im Blick haben sollte. Solide Staatsfinanzen sind eine ganz wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften im privaten Sektor. Ja. Und Steuerreform macht man am besten in wirtschaftlich guten Zeiten. Ne? Und die Unternehmenssteuerreform, die ist dringend nötig, aber sie ist verpasst worden. Und jetzt hat man den Eindruck, hat in Berlin keiner Mut, das Thema anzugehen. Das wäre auch eine wichtige Konjunkturförderung. Absolut. Und die steuerliche Situation ist sogar in Deutschland krisenverschärfend. Dadurch, dass wir eine so breite Bemessungsgrundlage haben, müssen Unternehmen zum Teil ihre Kosten versteuern. Das heißt also, Ausgaben sind teilweise steuerpflichtig in Deutschland. Und das ist natürlich in einer Krisensituation, wo man kaum oder keine Einnahmen hat und die Ausgaben laufen, ist das natürlich etwas, das einen ganz schnell in die Knie zwingt. Und da gebe ich Herrn Rössel recht, man hätte die guten Zeiten nutzen müssen, um das Steuersystem zu reformieren. Es ist schon ein bisschen absurd, ja, dass man Gewinne zur öffentlichen Angelegenheit erklärt und Verluste zum Teil zur Privatsache. Das macht keinen Sinn. Das ist auch nicht fair und ist auch nicht marktwirtschaftlich. Herr Minister, Sie sagten es Marktwirtschaft, Sie sagten Unternehmen stärken. Hier ist noch eine Frage von Andreas. Und zwar, welche Perspektiven sehen Sie für die Automobilindustrie in Rheinland-Pfalz und in Deutschland? Und wie kann diese Branche zukunftsfest werden? Also bevor ich jetzt in diese Veranstaltung gegangen bin, habe ich zwei Dinge gemacht. Ich war in Kaiserslautern und habe einmal mir den dort entwickelten autonom fahrenden Unimog angeschaut. Rheinland-Pfalz ist ein Nutzfahrzeugstandort, in dem neue Technologien im Fahrzeugbereich vorangetrieben werden. Das autonome Fahren wird zunächst im Nutzfahrzeugbereich stattfinden und da sind wir in Rheinland-Pfalz ganz, ganz weit vorne. Und das ist in Kaiserslautern entwickelt worden im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, der Nutzfahrzeugindustrie, aber eben auch dem Wissenschaftscluster in Kaiserslautern. Und dort haben wir eben nicht nur diese wunderbaren Forschungseinrichtungen, sondern wir haben auch etwas, was einzigartig ist, nämlich die Smart Factory. Und das war mein zweiter Termin heute Nachmittag. Ich habe der Smart Factory einen Förderbescheid überreicht. Die haben nämlich einen europäischen Dachverband für den Bereich Industrie 4.0 gegründet, um mit Partnern in Europa gemeinsam dieses Thema voranzutreiben. Und darin liegt unsere Chance hier in Rheinland-Pfalz, dass wir im Nutzfahrzeugbereich schneller sind als im Pkw-Bereich. Das ist zu erwarten. Und deswegen habe ich in Kaiserslautern beispielsweise auch einen Teststand für die Wasserstoffdirektverbrennung in Lkw-Motoren gefördert, damit dort geforscht werden kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da schon sehr bald vorankommen. Damit haben wir die Möglichkeit, das ist für Deutschland als Exportnation enorm wichtig, CO2-neutral oder klimaneutral Fernlastverkehr mit dem Lkw abzuwickeln. Das wird ein entscheidender Durchbruch sein. Das ist im Übrigen auch ein schönes Beispiel dafür, dass Klimaschutz am Ende eben doch in Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft vorangetrieben werden muss und nicht in den Parlamenten. Wir können die Ziele festlegen, aber die Wege, die technologischen Wege, die können wir im Parlament nicht wirklich schaffen. Und insofern ist das für Rheinland-Pfalz ein wichtiger Punkt. Und wenn das gelingt, und davon sind eigentlich alle überzeugt, dass wir da schon bald einen Durchbruch haben werden, dann haben wir auch eine Perspektive, dass unsere Zulieferindustrie erhalten bleiben kann und wir auch in dieser Hinsicht ein Stück weit besser durch diese Problematik kommen als vielleicht andere Bundesländer, die sehr stark am Auto hängen, wo die Problematik noch viel komplizierter und schwieriger ist als im Nutzfahrzeugsektor. Herr Rössel, starke Unternehmen, starke Wirtschaft braucht
starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie steht es momentan um die Ausbildung? Es gibt wohl eine Kampagne Ausbildung jetzt, um junge Menschen auch während der Corona-Pandemie gerade in diesen schwierigen Zeiten mit fehlender Präsenz in Ausbildung zu bringen. Wie geht die IHK hier vor? Was tut die IHK in diesem Bereich? Ja, also das Thema Ausbildung, muss man sagen, ist so einzuschätzen, dass die Unternehmen, auch die, die stark durch die Corona-Krise getroffen sind, weiter an der Ausbildungsbereitschaft festhalten. Also es gibt ganz wenige, die ihre Ausbildungsleistung jetzt gekappt haben. Die Probleme am Ausbildungsmarkt sind Corona-bedingt, glaube ich, recht leicht nachvollziehbar. Betriebe mit Homeoffice, Schulen zu, ohne Berufsorientierung, Arbeitsagenturen, Berufsorientierung geschlossen, keine Ausbildungsmessen in diesem Jahr. Also die Akquise und der ganze Einstellungsprozess ist zeitlich verzögert, 2, 3, 4 Monate verspätet. Wir werden sicherlich im IHK-Bereich auch am Ende des Jahres ein leichtes Minus bei unseren eingetragenen Ausbildungsverhältnissen haben, aber eben nur ein leichtes Minus, weil die Verträge später gezeichnet werden und weil der Ausbildungsbeginn auch nicht zum 1.8. komplett erfolgt, sondern zum 1.9., 1.10., 1.11. Und da haben wir auch frühzeitig mit dem Wirtschaftsministerium und den Handwerkskammern zusammen eine kleine Kampagne gemacht, Ausbildung jetzt, um eben auch darauf hinzuweisen, dass ein verspäteter Beginn möglich ist. Und diese Kampagne läuft mit vielen kleinteiligen Aktionen vor Ort weiter. Und wir sind da zuversichtlich, dass wir gut durchkommen. Und was man auch natürlich sagen muss, dass auch da Corona-bedingt, wie so ein Brennglas, es Branchen gibt, die vorher schon Schwierigkeiten haben. Die haben auch jetzt Schwierigkeiten. Das ist leider zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenbereich, wo dann eben die Zahlen deutlich rückläufiger sind, während sie in anderen Bereichen wachsend sind. Also der gewerblich-technische Bereich in der Industrie ist sogar mit leichten Pluszahlen dabei. Daran würde sich jetzt die Frage von Patrick anschließen. Die würde ich etwas teilen, um Sie beide fragen zu können. Und zwar wird immer diskutiert über das Thema der Digitalisierung, über die Förderung der digitalen Bildung, gerade von jungen Menschen. Und er fragt, bietet die Kurzarbeit nicht eine Chance, die digitale Weiterbildung im Beruf stehender Menschen zu stärken? Herr Minister, inwiefern sollte oder wird hier investiert? Und Herr Rössel, wie versucht die IHK, das in ihren Bildungswerken aufzunehmen? Naja, es gibt entsprechende Angebote, die wir hier in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen. Solche Weiterbildungsangebote gibt es und ich halte es auch für dringend erforderlich, dass wir uns in diesem Bereich Digitalisierung kontinuierlich weiterbilden. Wir haben jetzt in Corona gelernt, wie abhängig wir werden können von digitalen Techniken und wo unsere Schwächen sind. Auch das haben wir gelernt. Übrigens nicht nur im privaten Bereich, sondern auch der Staat hat gelernt, dass er da besser sein muss. Etwa wir arbeiten jetzt an der Digitalisierung der Wirtschaftsverwaltung. Das muss in den nächsten Jahren kommen. Die Erwartung, dass die Anträge schnell bearbeitet werden und gleichzeitig eben auch Sicherheitsanforderungen beachtet werden, die sind sehr hoch gewesen. Und das kann man im Grunde genommen mit dem heutigen Stand der Digitalisierung so nicht erfüllen. Das muss sich ändern. Da werden wir auch Mittel zur Verfügung stellen. Und insofern, ja, also man kann auch die Kurzarbeit natürlich dazu nutzen und entsprechende Angebote gibt es. Aber man muss auch sagen, dass Fortbildungsangebote oder für die Kofinanzierung von Fortbildung ist das eine, aber die Angebote müssen natürlich auch bestehen. Und das ist eben die andere Seite. Und insofern geht natürlich dann auch nur bedingt ein Fortbildungsangebot mit physischer Präsenz, sondern wenn dann eben auch nur mit Webinaren. Ja, ich sage mal aus IHK-Sicht, wir haben ja auch Weiterbildungsangebote. Und wir leben eigentlich von der Kundschaft, die aus einer Eigenmotivation herauskommt. Also ein Tagesseminar ist schnell mal gemacht, aber die normale Aus- und die normale Fort- und Weiterbildung, das sind ja 2, 3, 4 Jahre, wo ich berufsbegleitend abends oder am Samstag mich qualifiziere und dann auf Bachelor-Niveau auch abschließen kann. Und das ist intrinsisch motiviert. Und da kann man jetzt, wenn ich in der Kurzarbeit bin, habe ich ja auch Sorgen. Also aus der Kurzarbeit heraus
mache ich ein Tagesseminar, mache ich vielleicht ein Mehrtagesseminar, aber ich mache nicht wirklich eine fundierte Weiterbildung. Das heißt, wir leben eigentlich nicht von diesem Markt. Es hat eine Zwangsdigitalisierung stattgefunden durch das ganze Thema Kommunikation, Online, Homeoffice. Haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Firmenchefs gelernt, mit Videokonferenz klarzukommen. Unsere Weiterbildungsangebote an sich waren vorher schon in einem wesentlichen Teil online. Sie sind jetzt natürlich online-mäßig weiter verstärkt. Und die ganze Kurzarbeiter-Weiterbildung kann eigentlich nur über die Agentur für Arbeit gefördert und administriert werden. Da gab es vor 10, 15 Jahren größere Programme, die hat man auch nicht ohne Grund zurückgefahren, ne? Weil das so auch dann mit der Gießkanne läuft. Und ja, wo führt's hin? Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es bleibt wichtig, dass die Freiheit des Einzelnen, die Eigenmotivation des Einzelnen, dass die gestärkt wird, dass da Anreize gesetzt werden. Und Rheinland-Pfalz hat ja auch unter Herrn Wissing diesen Aufstiegsbonus vor Jahren eingeführt, wo sie, ich glaube, 2000 Euro sind es aktuell, eben wenn sie einen erfolgreichen Fortbildungsabschluss machen, dann als Dankeschön vom Land Rheinland-Pfalz ausgezahlt bekommen. Also das glaube ich, sind Maßnahmen, die taugen. Ja. Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen aus dem Chat heraus, bevor wir dann noch eine kleine Schlussrunde machen. Herr Minister, Tobias fragt, ist die Sicherung von Jobs nicht oft nur ein Beitrag zur Insolvenzverschleppung? Im Idealfall nicht. Also wir müssen da aber schon sehr aufpassen. Wenn wir jetzt die Insolvenzfristen immer weiter verlängern, dann werden wir am Ende einen Insolvenz-Tsunami erleben und keine Insolvenzwelle mehr. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht undifferenziert Unternehmen mit gescheiterten Geschäftsmodellen auf Pump über den Staat finanzieren. Das macht keinen Sinn. Das sichert auch nicht wirklich Arbeitsplätze, sondern das gefährdet Arbeitsplätze. Vor dem Hintergrund ist eben eine differenzierte Vorgehensweise erforderlich. Und das muss jetzt in den nächsten Monaten auch auf den Weg gebracht werden. Helfen mit der Gießkanne ist am Anfang vertretbar gewesen, aber je länger diese Phase dauert, umso schwieriger wird das Ganze. Aber natürlich, ich sage es nochmal, am Anfang war die Kurzarbeit auch ein ganz wichtiges Instrument gewesen, um Unternehmen auch im Industriebereich zu helfen. Jetzt allerdings ist das kein Allheilmittel mehr. Und was der Wirtschaft am meisten hilft, ist, wenn wir so viel wie möglich an Geschäftstätigkeit wieder zulassen, diese Masken- und Distanzvorschriften einhalten, kein zweiter Lockdown und so schnell wie möglich auch wieder Lösungen finden für den internationalen Geschäftsreiseverkehr. Ich mache mir Sorgen über das, was im Moment diskutiert wird, dass jeder, der aus dem Ausland, aus dem Krisengebiet zurückkommt oder aus einem gefährdeten Gebiet zurückkommt, zwangsweise lange in Quarantäne muss. Auch da muss man drüber nachdenken, ob man für Geschäftsreisen nicht eine Vereinfachung macht, dass man sich innerhalb einer kurzen Zeit mit einem Test natürlich, also nicht ohne, aber mit einem Test aus der Quarantäne wieder rausbegeben kann. Ich höre von den Luftfahrtgesellschaften, dass die Buchungen von Geschäftsreisen auf nahe Null tendieren, alleine wegen der politischen Debatten. Nun kann man sagen, gut, die Lufthansa hat ja jetzt 9 Milliarden bekommen, aber das hilft ja alleine nicht. Das ist ja auch nicht nur ein Problem der Luftfahrtbranche. All die Mittelständler, die ganzen Experten der Unternehmen, die im Ausland keine Geschäftskontakte knüpfen können, die können auch keinen Beitrag zu unserem Außenhandel leisten. Und hier gehen enorme Summen verloren und das wird nicht aufzuholen sein, wenn wir hier undifferenziert vorgehen. Ich habe deswegen sehr stark plädiert in den letzten Tagen dafür, dass wir da differenzieren. Ich kann auf eine Urlaubsreise vielleicht verzichten, aber nicht jeder Experte kann darauf verzichten, aus der Wirtschaft heraus Geschäftskontakte im Ausland zu pflegen. Vor dem Hintergrund, wir brauchen einen Abwägungsvorgang. Wir können nicht jede Infektion vermeiden, weil wir ansonsten einen wirtschaftlichen Kollateralschaden erleben, der schlimm sein wird und der uns auch als Gesellschaft schwächen wird. Und das wird dann auch nicht gut sein, um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Wir müssen uns diesem Abwägungsvorgang stellen. Infektionszahlen müssen niedrig gehalten werden. Aber ich habe bei manchen den Eindruck, sie verfolgen so eine Politik, dass jede Infektion vermieden werden muss.
egal wie groß der Schaden ist, der dadurch an anderer Stelle entsteht. Also wir haben bei allem Verständnis für die Besorgnis, und wir sind ja in Rheinland-Pfalz auch als Regierung vorsichtig unterwegs, wir haben keine Überlastung unseres Gesundheitssystems in Deutschland erlebt in den letzten Monaten. Und wir können uns, was unser Gesundheitssystem angeht, auch etwas zutrauen. Und die Experten sagen ja auch, nicht jede Infektion ist auch ein Krankheitsfall. Auch da muss man ein Stück weit differenzieren. Also was ich sagen will damit ist, dass wir nicht jetzt alle Maßnahmen zurücknehmen sollen. Ich finde es auch nicht gut, wie manche da mit Demonstrationen unterwegs sind und so nach dem Motto, ist alles überflüssig, Corona gibt es gar nicht. Das ist ja Quatsch. Aber wir müssen uns Abwägungsprozessen stellen. Ja, wir haben eine Verantwortung auch in der Politik. Und das heißt, man muss genau überlegen, was ist wie richtig ausjustiert, damit es am Ende nicht die Vermeidung von Risiko an der einen Seite zu einem Kollateralschaden auf der anderen Seite führt. Ja, Sie sagen es, eine sachliche Diskussion ist wichtiger denn je, gerade auch in diesem Bereich. Herr Rüssel, eine kleine Abschlussrunde. Sie können jetzt noch etwas loswerden. Es gibt keine spezielle Frage für die Abschlussrunde. Was wünschen Sie sich noch für das Land Rheinland-Pfalz, für die Gesellschaft hier, für die Unternehmen aus Sicht der IHK oder aus Ihrer Sicht? Ja, ich wünsche mir weiter gesunden Pragmatismus, Einhalten der AHA-Regeln und ja, ich sag mal, eine Landespolitik, die in Summe sich die Wirtschaftspolitik als Priorität setzt, damit die Unternehmen ja frei von weiteren Belastungen sich fit machen können für die Zukunft und Zuversicht gewinnen, sodass wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres sagen können, die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz brummt wieder. Vielen Dank, Herr Rüssel. Herr Dr. Wissing. Ich kann mich dem anschließen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Wirtschaft geholfen wird. Und das heißt nicht nur mit Geld und schon gar nicht mit undifferenzierten Summen, die kreditfinanziert werden. Hilfe kann der Staat auch leisten, indem er der Wirtschaft Freiräume schafft. Das kostet nichts, nur ein bisschen Mut. Und den sollte die Politik aufbringen, denn die Wirtschaftskrise ist schwer genug. Und wir haben aber auch Erfahrungen, dass man mit einer Stärkung der sozialen Marktwirtschaft solche Krisen gut überwinden kann. Das Wirtschaftswunder, das sogenannte Wirtschaftswunder im letzten Jahrhundert, war ein Paradebeispiel dafür. Es war deshalb möglich, weil der Staat sich zurückgenommen hat, weil wir nicht überbürokratisiert waren und weil der Staat nicht den Fehler gemacht hat, Steuern zu erheben und zugleich selbst Unternehmer zu spielen. Das muss wieder in die Köpfe rein. Wir brauchen einen starken Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert, Infrastruktur schafft, die Justiz ausreichend finanziert, sich um die staatlichen Aufgaben kümmert, aber nicht der Wirtschaft Vorschriften macht, die sie nicht erfüllen kann. Ich sehe auch mit Sorge, wir haben über die Fahrzeugindustrie gesprochen, das ist ja eine Schlüsselindustrie für Deutschland, ich sehe schon auch mit Sorge, dass man in Brüssel die Messlatte auch für die Auflagen für die Wirtschaft ausgerechnet in der Krise immer höher, immer höher, immer höher macht. Wenn am Ende niemand mehr über die Latte drüber springen kann und alle nur noch drunter durchlaufen, dann können wir nicht erfolgreich sein. Wir müssen uns auch wieder etwas zutrauen und dazu brauchen wir auch Vertrauen. Und in dem Sinne teile ich, was Herr Rössel gesagt hat, die Wirtschaftspolitik und auch die Sorgen der Wirtschaft müssen jetzt im Fokus der Politik sein. Ich danke Ihnen für die sachliche Diskussion heute Abend, für die interessierenden Beiträge, die motivierenden Worte jetzt auch zum Schluss. Ich darf auch den Zuschauern danken für die Fragen, die gestellt wurden an die beiden Referenten. Ich denke, es ist ein Thema, das auch sehr abendfüllend sein kann. Wir könnten das noch Stunden weiterführen. Aber ich darf Ihnen nochmal Danke sagen. Ich darf auch den Zuschauern und den Zuschauern Danke sagen. Fragen, die nicht beantwortet wurden, dürfen gerne an die FDP-Fraktion direkt via Facebook, Twitter, E-Mail, was es alles an Kommunikationswegen gibt, gesendet werden. Die werden dann auch beantwortet. Und ansonsten darf ich den Zuschauern und Ihnen, Herr Dr. Wissing, und Ihnen, Herrn Rössel, noch einen schönen Restabend wünschen mit ein paar Minuten Sonnenschein, noch bevor die Regentage kommen. Und darf mich nochmal herzlich bedanken. Ja. Tschüss. Ja. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.